Mein Name ist Michael Berger und ich bin der Harlekin aus Wiesbaden. Harlekin, Harlekin. Das Harlekin-Museum ist das fröhlichste Museum der Welt. Da sind 8 Räume, gibt es seit 22 Jahren, ist immer auf vom 1. April bis 30. August. Eine wunderbare Geschichte. Das Gebäude sind ein altes Pferdegestüt vom früheren Pferderennplatz in Wiesbaden-Erbenheim. Und hier standen die Pferde. Und dieses Gebäude habe ich gekauft 1981. Und dann ist die Firma Harlekin Geschenke hier eingezogen und wir haben dann unser Musterzimmer und unsere Büros und unsere ganzen Lager und Auftragsabteilung alles hier auf diesem Bauernhof gestaltet und gehabt. Und jetzt ist es ein Wunderland, bekannt in aller Welt, und wir haben das offen jeden Sonntag vom 11.11 Uhr bis 17.17 Uhr und haben Tausende von Gästen im Sommer, die uns besuchen kommen. Hallo, servus! Also wir haben 1969 haben wir die Harlekin gegründet und haben uns selbstständig gemacht hier in Wiesbaden. Vorher war ich ja 6 Jahre bei meiner Mutter in Amorbach. Ungefähr im Durchschnitt hatten wir 15 Mitarbeiter. Wir haben 60.000 Pakete jedes Jahr verschickt. Hier war das große Lager. Hier hinter der Tür sehen wir ein Konvolut zwischen alten Harlekin-Artikeln und neuen Ideen und Sachen, die entwickelt werden und noch weiterkommen. Also 1969 kam ich auf die Idee, eine Hand zu machen. Und wenn man eine Hand macht, sollte man auch gleich einen Fuß machen. Dann haben einen gefunden, der das macht, einen Gartenzwerghersteller im Schwäbischen. Und dann sind wir nach Frankfurt auf die Messe gefahren, hatten einen Messestand. Und da ist es auf einmal explodiert. Die Leute haben 50, 100 nachbestellt. Das war das war damals zur Popzeit, wo die Drugstores kamen, wo die Carnaby Street erblühte. Das war unsere Zeit. Das war ein Erfolg, wie man sich den nur wünschen kann. Hier sieht man dann, oh hier ist es. Es ist noch klar so, dass ich noch nicht drin war seit Sonntag. Also, hier mit diesem Artikel hat alles angefangen. Das ist die Hand. Die Hand haben wir in Frankfurt. Da möchte ich noch mal zu Frankfurt sagen. Na klar war Frankfurt, das Rhein-Main-Gebiet, unsere Geburtsstätte all dieser Geschichten. Wir waren Messevolk. Wir haben jedes Jahr ungefähr 20 Messen besucht. Aber die Umsätze in Rhein-Main auf der Frankfurter Messe, die waren ein Keim, der Harlekin geholfen hat, so aufzublühen in seiner Zeit. Geschenkartikel sind wesentlich schönerer Ausdruck als Scherzartikel. Und es waren Geschenke und das ist auch eine Sache, die gab es ja früher noch nicht so. Heutzutage gibt es ganz viele Geschenkartikelläden und man weiß eben, da man geht zu Nunanunana und jeder weiß, die gelbe Tüte ist Nanuna. Das gab es früher am Anfang nicht. Da waren das einzelne kleine Boutiquen, die sich das gewagt haben, die das gemacht haben. Das war die Hand, dann haben wir eine Ringhand gemacht. Da kamen wir auf die Idee, einen Finger mehr zu machen, damit man mehr Ringe ablegen kann. Das ist die Ringhand. Dann hatten wir die Seifenhand. Becherhand. Hier ist der beste Artikel, den wir je hatten. Das Klo-Gästebuch. Das Klo-Gästebuch haben wir 380.000 Mal verkauft. Und das Tolle am Klo-Gästebuch war das Ersatzklopapier. Das war das Wichtige, dass man nie ohne Klopapier irgendwo sitzt. Das hat uns ganz Deutschland gedankt, dass wir daran gedenkt haben. Denn Denken kommt von Danken. Das ist ein Stamm. Unsere Philosophie war Nutzen, Freude, Spaß, dreidimensional
und der lange Nutzen der Geschenke. Das war so die Geschichte. Und dann hat man einen Namen gekriegt, dann hat man immer besser den Zeitgeist gerochen. Das war der Instinkt. Dann wusste man, jetzt kommt das, jetzt geht das. Man war ein bisschen voraus. Es ist ja klar, dass wer voraus ist, wer vordenkt, muss nicht nachdenken. Das spürt man dann. Dann kriegt man immer ein besseres Gespür. Es gibt dann auch Wellen, das ist klar. Aber das war für uns, war das einfach, dann kamen die Prozesse, dann waren wir in allen Zeitungen, dann waren wir in Fernsehberichten, in Wochenschauen und all diesen Geschichten. Das ist dann ein Rad, das rollt, das ist ein Ball wie ein Schneeball. Hier geht es rein, seht ihr? Hier sind schon die ersten Geschichten. Siehst du, hier sind die ganzen Objekte, wo wir die Prozesse hatten. 77 hat es angefangen. 77 mit Flensburger Bier und mit Sechshändle, mit Rothändle. Dann Wrigley, dann ging es immer so weiter. Hat uns berühmt gemacht, hat uns bekannt gemacht, war unsere Werbung, unsere PR. Aber es hat auch sehr, sehr viel Nerven gekostet. Hier sieht man dann den Einfluss der Kunst auf unsere Gedankenwelt. Das ist Merit Oppenheim, 1934, die Tasse mit Pelz. Das ist Dali mit seiner verflossenen Zeit. Das ist Campbells Andy Warhol. Magritte mit den Träumen. Marcel Duchamp mit dem Pissoir, der die ganze Welt geändert hat. Dann die Fluxisten mit ihrer Mailart und mit dem Einfluss auf uns. Hier sind wir jetzt in einem Zeitraum. Hier sind wir im Raum 1969. Was war 1969? 1969 wurde die Emma gegründet. 1969 hat Beuys Kunst ist Kapital ausgerufen. 1969 haben wir in Wiesbaden-Erbenheim unsere Firma gegründet. Und 1969, an meinem Geburtstag, hat sich der Horizont verändert und die Menschen sind auf dem Mond gelandet. Ja, also ich weiß, dass wir beinahe 50 Millionen Artikel verkauft haben. Wir haben jedes Jahr haben wir zweimal 33 Weltneuheiten erfunden und gemacht und hergestellt. Also ich war gut drauf mit Ideen. Dann meine Frau Ute, die war ein ganz wichtiger Part. Die hat immer den Frauenpart gespielt, weil 80% der Kunden, die Geschenkartikel kaufen, sind Frauen. Und noch mein Freund Stelli Banana, der das Bananenmuseum in Zirksdorf hat. Wir drei waren eigentlich diejenigen, ab und zu kamen von außen noch Ideen und so dazu, aber wir drei waren eigentlich der Keil für die Weltneuheiten. Nachdem ich aufgehört habe mit dreidimensionalen Gegenständen, habe ich mich ja ganz dem Humor und dem Lachen gewidmet und habe da eine ganz andere Ebene gefunden. Wir sind die Ersten, die den Lachclub gegründet haben. Wir haben damals den Dr. Kataria aus Indien hierher geholt und wir werden jetzt in Mumbai werden wir wahrscheinlich eine Lachuniversität gründen. Hier sind wir jetzt in einem Raum, das ist wie ein großer Setzkasten. Der Setzkasten war ja auch mal eine große Mode. Hier sind jetzt alle Artikel drin, die wir in 22 Jahren hergestellt haben. Es fehlen noch 11 Jahre, da reicht der Platz nicht mehr. Stolz, ein falsches Wort, aber mich erfüllt es mit einem tiefen, tiefen Freude, dass ich das machen durfte und Dankbarkeit, dass ich diese Kraft und diese Energie hatte, um dieses in die Welt zu setzen. Das sind ja alles wie kleine Kinder. Es war ja auch, die Schwierigkeit war ja auch, von Materialien zu hüpfen. Wir sind ja nicht bei Keramik geblieben. Wir haben ja auf einmal Bleistifte gemacht. Wir haben den längsten Bleistift der Welt gemacht. Mit 341 Meter hatten wir einen Guinness-Rekord. Wir haben dann eine Bleistiftvergiftung gehabt. Wir waren die Ersten, die die Becher überhaupt in Deutschland eingeführt haben. In England hatte jeder einen Mug.
Hier in Deutschland hatten wir immer noch Tassen mit einer Untertasse. Wir haben sehr viel auch in dieser Zeit mit England zusammengearbeitet. Das war die Carnaby Street, das war das Aufmüpfen, das war die Beatles kamen, es war eine Aufregung, es waren andere Szenen. Hier kommt jetzt das Brainwash, hier wird das Hirn gewaschen, hier kommen wir in eine andere Ebene. Hier steht alles auf dem Kopf und alle Artikel, die auf dem Tisch sind, die haben wir hergestellt und verkauft. Hier haben wir dann nochmal die Banane. Andy Warhol hat eine Platte gemacht, eine Musikplatte und hat eine Banane drauf gedruckt, die Banane als Reißverschluss gemacht. Andy Warhol war der Erste, der aus der Banane ein Kunstwerk geschaffen hat, mehr oder weniger. Und das ist aber dieselbe Banane, die auch an jedem Haus ist, wenn Kunst drin ist, die wir da vorne haben. Das ist die Warholsche Banane. Und der Sprayer, der Baumgärtel, reist um die ganze Welt und überall, wo Kunst, wo eine Galerie ist oder ein Museum ist, tut er die Banane dran sprayen. Das ist eigentlich ein Markenzeichen für die Kunst geworden. Geht durch den Schornstein raus, wie später auch. Durch den Kamin, wenn wir verbrannt werden, gehen wir auch durch den Schornstein raus und verlassen diese Erde und gehen in eine neue Ebene über. Hier ist dann alles, was wir gemacht haben mit der Toilette. Wir haben ja mit der Toilette sehr viel gemacht, nicht umsonst haben wir das Klosium. Von der Asche kommt, zur Asche gehen, die Erde ruft. Henkel, Nachttopf mit dem Henkel innen.